Kapitel 1. Viermal gestorben. Die Wette steht, ne? Nein, ich will nicht nochmal speichern. Nächstes Kapitel. Wie geht's dir, Honigkäschen? Und Brummi, du natürlich auch. Wie geht's dir? Wie lange wollen die mich noch schieben? Jetzt habe ich Silent Hill Homecoming Flashbacks. Was ist denn das? Kenn ich. Eigentlich nie ein gutes Zeichen, wenn es so gut leuchtet. Ne? Das ist voll lieb, Umi. Dankeschön. Das Spiel kannte ich nur von der Gamescom damals. Hab es nicht getestet. Bin ja nicht so der Horrortyp. Ich muss echt in the mood sein. Aber aktuell hatte ich so viel... Also hatte ich so unfassbar viel Bock, mal wieder was Gruseliges zu spielen, jetzt wo aus Silent Hill, Silent Hill sage ich schon, Resident Evil Village rausgekommen ist. The Monster King HD. Hm. Hey Pickle Bob, ich will gerade nicht kuscheln, XD. Ja. Leichen gefunden, Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Ich glaube, das Letzte, was so ein bisschen gruselig war, was wir gespielt haben, war Alan Wake. Kann das sein? Ich kann die Kamera nicht drehen. Hallo? Jemand da? Ah, bin ich auf Drogen oder was? Ja, jetzt kann ich die Kamera wieder drehen. Hallo? Hi. Sind wir wach? Nee, ich tue nur so. Geht es den anderen gut? Und ich habe es vorgeschlagen. Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Du und ich meine, Basti hatte es auch vorgeschlagen. Also es kam von mehreren Seiten, aber auch schon eine ganze Zeit lang, dass ich das mal spielen soll. The Monster King HD. Akakalaken Hans GTZE Flammenwerfer. Ja. Hallo? An die Spiegel Jemand kann da? Ich mich noch erinnern. Ich laufe erstmal der Ollen da hinterher, ne? Die sah nett aus, da gehe ich einfach mal Was hinterher. Was zum Teufel geht hier vor? Da geht's nicht rein. Das war mein Zimmer. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Ich habe noch nie jemanden das Wort substanziell verwendet. Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Klar, warum nicht? Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Speicher nochmal. Oh, ich glaube, ich konnte nur hier speichern, richtig? Hier entlang bitte. Okay. The Monster King HD. Ich mag diesen Ort, das ist die Safe Zone XD, aber die alte ist voll creepy. Wenn man mal 5 Minuten rumsteht, fängt die an mit Reden. Und Monster. Wichtig. Keine Spoiler. Beim nächsten Mal gibt es ein Timeout. Mein Kleber ist unter die Couch gerutscht. Was? unter der Couch ist verloren. Auf immer und ewig. Als hätte es nie existiert, richtig?
Es sei denn, du hast eine Katze, genau. Mir geht's irgendwie richtig beschissen. Ja gut, ich hatte einen fetten Autounfall, bin von einer Klippe gestürzt. Kann ich hier rein? Oh, das sieht aber beschaulich aus. Entschuldigung? Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Es ist nie etwas in Ordnung, wenn jemand sagt, entspannen Bitte, Sie sich. Setzen Sie sich. Dann ist es nie in Ordnung. Gott. Was will sie? Okay. The Monster King Hardy. Sorry, bemerke ich manchmal nicht, weil bei mir ist das irgendwie eine Eigenschaft. Beruhigen Sie sich. Es ist dann Monster, überlegt zweimal, okay? Mann. Stopp! So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Sorry. Fühlte mich erinnert. Ja, so ein bisschen, ne? Ich warte auf Sie. Will ich das? Ich glaube, ich will das nicht. Das nennt sich Selbstkontrolle. Richtig, Rami. Flashing Lights Me Hate. Ja. Ich glaube, auch bei dem Spiel ist die Epilepsie-Warnung am Anfang nicht umsonst. Nee, ich brenne nicht. Scheiße. Das Auto. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Kidman, wo bist du? Nicht hier, würde ich behaupten. Besonders, wo kommt denn jetzt die Trage her? Glibber. Wo kommt denn jetzt die Trage her, wenn vorhin einfach nichts in diesem Krankenwagen drin war? The Monster King Hardy. Die wartet auf dich im Jenseits, hihi. Monster, für dich gilt auch das Gleiche, was ich schon vor einiger Zeit mal G-Man gesagt habe. Der hat es aber gelernt. Und zwar, die Speak-Funktion nutzt sie nicht so inflationär. Die Speak-Funktion an und für sich ist gerade dann eigentlich für euch gedacht, wenn ich so komplett fokussiert bin, um mich einfach mal wieder so, hallo, wir sind auch noch da. Aber so inflationär möchte ich das bitte nicht, sonst muss ich es ausschalten und das wäre für alle scheiße. So war nur Auto, ja. Ja, Spritze, komm. V. Ah, okay, nur einmal V drücken. Ja, jagst du die rein. Hier einfach so. Achso, ja, okay, die ist wahrscheinlich aus dem Krankenwagen rausgefallen, aber ich jag mir auch einfach irgendwas in den Arm, wo ich nicht weiß, was das ist. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Ja, weil ich das nicht... Ich muss nur einmal drücken. Ich habe gedacht, ich muss gedrückt halten. Hallo? Oh, da ist noch was. Hallo? Es ist sehr dunkel. Kann ich eine Taschenlampe haben? Kleber wurde erfolgreich geborgen. Herzlichen Glückwunsch. Es lebe der Kleber. Es ist so dunkel. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hätte ich vielleicht einfach auf dem Weg bleiben sollen? Oh nein, ja, ich erinnere mich. No! Oh Gott, wir haben ja eine Ausdauer wie ein Kettenraucher, der Treppen hochgeht. Warte, ich zeige es euch mal. Wir rennen. Und sind
völlig erschöpft. Ich denke schon und weiß nicht mehr. Grässlich. Was ist das denn? Ich habe die tote Kuh gehauen. Also dieses Glibberzeug brauchen wir, um uns irgendwie zu verbessern. Und ich, ich will da vielleicht gar nicht lang. Lara, du bist im Wald. Ach. So fühlt es sich also als weißer alter Mann an. Ja. Ah, okay, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Sehr gut. Oh Mann. Okay. Ich gehe einfach mal den Weg entlang dem Blut hinterher. Das kann ja nicht so falsch sein. Wir haben vorhin auch eine Blutlache hinter uns hergezogen. Das wird schon passen. Okay, wir werden eh auf diese Kugel stoßen. Ich gehe davon aus, dass es da vorne weitergeht. Oh, die guten Schuhe. Alles versifft hier. Hami-Koffein. Kleine Umfrage in die Runde. Wer kann erraten, wie viele T-Shirts der Mann hat und wie viel ich dann immer auf einmal zusammenlegen darf, weil er die ja erst wäscht, wenn er das letzte morgens anzieht? Ich sage 70. Ja, nicht du. Hier, hallo Mann. Nein, weil Monster hat Brille weggekauft. Bist du übrigens ein Arsch? Ich sehe jetzt nämlich nichts mehr. Ich bin zwar kein ganzer Maulwurf, aber so ein halber. Brille weggekauft. Mhm. Nein! Okay, nehmen wir die... Das ist keine Taschenlampe, aber egal. Oh Gott. Hey! Dankeschön, Hami. T-Shirts? Nein, mehr. So, erstmal Luzi, auf dich. Aber Monster, wolltest du nicht eigentlich auf Kochen auch irgendwie sparen? Oder dauert dir das zu lange? Aktuell ist es ja eh ausgestellt. So. Ich würde da sofort hingehen, natürlich. Warte mal, Effa. Was war denn jetzt der Nahkampfangriff? F, oder? Ich habe eine Lampe in der Hand. Ich kann mich wahrscheinlich nicht bewegen. Ich glaube, mein Freund ist da. Nicht mein Freund wird gegessen. Carmelie. Es sind 64. Warum zur Hölle hat Mann so viele Shirts? Keine Ahnung. Oh. Siehst du, mein Freund ist... Ey. Wie frisst du denn bitte? Mein Gott, Connelly. Ja, du hast ihn gerade erschossen. Ich habe nur noch 2 Schuss. Ey, das gibt's. Ich glaube, den können wir nicht mehr helfen. Ah.
Warte mal. Wie kann ich das da drauflegen? Okay. 4 Headshots für normale Zombies, für einen normalen Menschen höchstens 2. Man kann sowas überlegen, einen Kopfschuss. Kommt drauf an, wie getroffen wird, ne? Schick ihn doch zu der netten Dame. Die, die in Flammen stand, klar. Hami-Koffein. Wirf ihm Brokkoli an den Kopf. Scheint kein Veganer zu sein, lächelnder Smiley. Nee. Ich glaube auch nicht, dass er Veganer ist. Wie kann ich denn jetzt... Okay, ganz kurz. Ich muss noch mal gucken. Wie kann ich denn jetzt die Lampe nehmen? Laterne an aus Q. Ah. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwann... Ist aber geil, ne? Die wird auch gar nicht warm an seinem Po, ne? Ah, hier hätte man das mir auch verraten. Ich will da nicht hin. Steht ein komischer Tier. Ach, das ist doch Leslie. Hi. Tut weh, tut weh. Wow. Ja, du bist barfuß. Das würde mir auch wehtun. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus, 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 Krankenhaus. Ach ja, genau, Basti. Was war das denn jetzt? Verdammt nochmal. Maus, die du dir geholt hast. Boom. Gegenstand erhalten, Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Toll. Ich habe keine Armbrust. Hallo, mein Name ist Polizist. Herr Polizist, nix und wei. Tja. Ja, wir sind jetzt nicht so der soziale Typ. Ich meine, alle Raucher sind total asozial. Die haben Quallen falsch geschrieben. Tja, Honigkäschen. Blöd. Um zu sprinten, verbraucht Ausdauer. Ich bin doch nicht bescheuert, nein. Oh Gott, wo sind wir? Mach das hier. Das macht gar keinen Unterschied. Streichhölzer benutzen. The Monster King Hardy. Einem am Boden liegenden Lara, Gegner? Du brauchst die Kooperation mit den Zombies, lächelnder Smiley. Ich brauche die Kooperation mit den Zombies? Was? Was für eine Kooperation? Und sie... Oh Gott, ja, ich muss sie ja verbrennen. Oh Gott. Amon unterstrich unterstrich sein. Hallo, Amon. Tagchen. Tagchen. So, hier sind die Streichhölzer. 2. Verbrennen, weil ansonsten stehen sie wieder auf. Wow. Tagchen, Amon. Das Spiel sagt mir, ich soll sie verbrennen, also verbrenne ich sie. Ich tue immer das, was mir im Spiel sagt. Kann ich das auch anzünden? Wahrscheinlich nicht. Wie geht's? Jo. Könnte schlimmer sein. Schon wieder die Olle. Wer hat ihr denn an dem Po gefasst, bitte? Ich sagte doch, du sollst Hans holen. Nee, ich will Hans nicht holen. Was ist das? Tagebuch von Sebastian.
Sebastian heißt er, glaube ich, hier. Castellanos, November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken. Als es mir als Streifenkopf je möglich wäre. Außerdem muss ich nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Wie lange spielst du das Spiel schon? Also wir haben das erste Kapitel. Wir sind jetzt gerade so am Anfang vom zweiten Kapitel, relativ am Anfang. Es ist noch nicht viel passiert. Wir hatten einen schweren Autounfall und sind mit einem Rettungswagen eine Klippe hinuntergestürzt. Haben eine komische Frau getroffen, die anscheinend am Hintern betatscht worden ist. Und einen etwas durchgeknallten Jungen. Also hast nicht viel verpasst. Ich tue immer das, was ein Spiel sagt. Spiel sagt, das ist zu hoch, schaffen wir das. Nara springt runter. Warum bin ich jetzt gestorben? Ja, okay. Ich muss ja auch gucken, ob ich über die... Aua. Ach, hör doch auf. Ekelhaftes Geräusch. Scheiße. Ja, du sagst es. Sebastian. Nein, 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 nein. Ich will da noch nicht rein. So, gehen wir in den Save Point. Das wusste ich nämlich noch. Künstlerisch. Nein, Sebastian war richtig. Ich verliere den Verstand. Ja, ich glaube auch. Wir sind Sebastian. Sebastian. Ja, wir sind Sebastian. Sebastian Castellanos. So, da geht's wieder raus. Das kenne ich nämlich noch. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Das hier. Geht es Ihnen nicht gut? Nein. Ja, ist schon langweilig hier, wenn ich... Wie schnell habe ich bitte gespeichert? Okay. Ja, ist schon ein langweiliger Job, ne? Pass mal auf. In ein paar Jahren kommt Corona, da wirst du richtig zu tun haben. Da kommen wir auch raus. Okay, wir können uns jetzt aber boosten. Das tut doch überhaupt nicht weh. Auf welcher Konsole ist das? Das ist jetzt PC. Das ist die Steam-Version. Aber ich meine, es gibt das für fast alle Konsolen. Okay. Was machen wir denn? Also, wir können... 2002... Wir können gar nichts kaufen. Ey, Wucher. Absoluter Wucher. Ach, Gott. Feuerrate... Nachladegeschwindigkeit, warte mal, 500. Genauigkeit auch 500, 1500. Streichhölzer. Erhöht die Menge an Streichhölzern, die mitgeführt werden können. Ich hab keine Ahnung. Huch. Warum hing mein Stream denn gerade so heftig? Blödes Internet. Ich habe keine Ahnung. Granaten. Ich glaube, ich mache erstmal das mit Streichhölzer. Tut gar nicht weh. Der stellt sich nur an. Nee, ich glaube, das ist eher so eine, wie heißt das denn? Lobotomie? Wo dir einfach so eine Nadel ins Auge gepiekst wird? Lobotomie heißt das. Ich speichere nochmal. Ein Stück vom Hirn zerstört. Ja, das ist ekelhaft. Wie kommt der Elektroschuss, damit er mehr Streichhölzer tragen kann? Nein, er wird ins Auge gepiekst, ein Stück von seinem Hirn weggenommen, damit er in dieses Stückchen, was dann fehlt, die Streichhölzer reintun kann. So sieht's aus.
Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Nein, ich schiebe es nicht vor mir her. Nein, nein.